Nach dem erfolgreichen Zusammenbau des Rechners stehen viele vor einer Aufgabe, die einen mit Angst und Schrecken erfüllt, die aber mindestens genauso belohnend ist, wenn man sie hinter sich gebracht hat. Die Sprache ist natürlich vom allseits beliebten Kabelmanagement. Das ist nun mal eine Sache, die liebt oder hasst man. Deswegen machen viele es einfach nicht. Denn bei einem Computer sind die Kabel im Idealfall alle auf der Seite vom Rechner, die man nicht sieht, und aus den Augen, aus dem Sinn, fertig Fritz. Wenn man sich allerdings jetzt dazu entscheidet, diese Aufgabe doch anzutreten, man sagt sich, ich will das jetzt schaffen, für mich, für die Welt, fürs Universum, und ich möchte Ordnung in meine Kabel bringen. Nur wo fange ich an? Wie bei vielen Dingen ist es so, dass man eben nach und nach die Sachen lernt, sich kleine Tricks oder Möglichkeiten überlegt, die Kabel möglichst effektiv verschwinden zu lassen. Und ich habe mir jetzt einfach mal 5 Punkte rausgesucht, die meiner Meinung nach sehr viel helfen, ein möglichst ordentliches Gesamtbild zusammenzustellen und auch mit möglichst wenig Aufwand dahin zu kommen. Denn wenn man vor dieser ganzen Masse an Kabeln sitzt, denkt man sich spätestens nach der ersten Sekunde, fuck, nö, Panel hinten wieder drauf und dann lassen wir es einfach so. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen Ordnung schaffen und deswegen fangen wir auch gleich mit Punkt 1 an. Die einfachste Möglichkeit, wenn man sich einen neuen Rechner zusammenstellt oder auch upgradet, ist ein modulares Netzteil. Das ist im Grunde ein Netzteil, bei dem sämtliche Kabel abnehmbar sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man auch nur die Kabel ranmachen muss, die man wirklich braucht. Bei einem Standardnetzteil, wo die Kabel alle fest verbunden mit dem Netzteil sind, hast du alle Kabel im Rechner, ob du willst oder nicht. Der Zwischenschritt von den beiden wäre noch ein semi-modulares Netzteil. Da ist nur die Stromversorgung vom Motherboard, sprich der 24-Pin, fest am Netzteil und alles andere ist eben modular, sprich nur das ran, was man auch wirklich braucht. Im Idealfall, wie gesagt, ein vollmodulares Netzteil, wo man jedes Kabel einzeln anstecken kann, das, was man braucht und mehr auch nicht. Da ist es natürlich auch so, wenn man sich ein modulares Netzteil kauft, alle Kabel, die man brauchen könnte, sind dabei, sprich auch SATA und schieß mich tot, aber manchmal brauchen wir die gar nicht. Wenn man zum Beispiel einfach nur M2 SSDs bei sich im System verbaut hat und kein Fan-Controller, kein RGB-Controller oder irgendwas anderes, was noch SATA-Strom braucht, dann können wir die Kabel weglassen. Weil die nehmen Platz weg und die müssen irgendwo verstaut werden. Das muss nicht sein. Wenn wir schon mal bei den Netzteilen und den Kabeln direkt sind, ist eine weitere Möglichkeit, die Kabel besser zu verlegen, schöner zu verlegen und einfacher zu verlegen, die Standardkabel, die mit dem Netzteil mitkommen, gegen einzeln gesleevte Kabel oder eben Custom-Kabel auszutauschen. Bei manchen ist es so, wie zum Beispiel bei dem SF600 von Corsair, die Platinum-Version, nicht die Gold-Version, die Platinum-Version, bei dem sind schon gesleevte Kabel dabei. Das ist natürlich sehr nett, die kann man viel einfacher biegen und verstecken und verlegen. Das ist sehr viel einfacher als diese starren Kunststoffkabel, die sonst standardmäßig bei Netzteilen dabei sind. Also wie gesagt, entweder sich gleich eins kaufen, wo die Dinger dabei sind, vielleicht will man ja aber auch farblich passend zu seinem System sich sowieso Custom-Kabel kaufen, dann hat sich die Sache natürlich eh erledigt und man nimmt entweder passende Kabel zu seinem Netzteil, um die komplett auszutauschen, oder eben Kabelverlängerungen. Da werden die Kabel natürlich noch länger und muss noch mehr verstecken. Aber wie zum Beispiel bei Be Quiet, da habe ich das so an meinem Netzteil, da gibt es passende einzeln gesleevte Kabel als Direktaustausch. Also ich nehme das, was beim Netzteil dabei war, gar nicht aus der Box, sondern nehme gleich das neue dazu, stecke das ans Netzteil ran und habe sauber, schön gesleevte Kabel, die man sehr schön und einfach verlegen kann. Wenn es dann an das Verlegen der Kabel selbst geht, sollte man immer darauf achten, die kürzeste Route im sichtbaren Bereich zu nehmen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel das 8-Pin-Kabel für die CPU oben am Motherboard anstecke, dann will ich das Kabel auch gleich da drüber oder eben so nah wie möglich auf die Rückseite des Gehäuses durchführen, so dass möglichst wenig Kabel auf der Vorderseite zu sehen ist. Oder eben beim 24-Pin für das Motherboard. Da ist bei 99,9% der Gehäuse immer ein Ausschnitt, wo das Kabel direkt durchgeführt werden kann. Also vom Motherboard ein schöner Bogen und gleich nach hinten weg. So hat man das meiste Kabel auf der Rückseite. Und das ist ja im Prinzip das Ziel der ganzen Übung. Bei der Grafikkarte ist es natürlich eine andere Geschichte. Da muss man das oder die Kabel eben über eine längere Strecke durch den Sichtbereich führen. Was aber auch nicht schlimm ist, denn solange man das ordentlich macht und den nächstmöglichen Ausgang nach hinten nimmt, gibt es da gar keine Probleme. Das gilt auch für alle anderen Sachen im Gehäuse, wie zum Beispiel Gehäuselüfter. Die dreht man beim Einbau im Idealfall so, dass da, wo die Kabel am Lüfter rauskommen, dass die Stelle direkt schon nach hinten zeigt. Sprich, dass ich das Kabel am besten hinterm Lüfter verstecken kann und einfach direkt auf die andere Seite durchführen kann. Jetzt hat man die Kabel im vorderen Bereich
so kurz wie möglich gehalten und das meiste ist jetzt eben auf der Rückseite des Gehäuses. Da geht der ganze Spaß auch im Grunde erst los, denn jetzt hat man die ganzen Kabel hinten raushängen oder eben irgendwie rübergezogen, weil man vorne im Gehäuse wieder woanders hin musste. Was macht man jetzt damit? Als allererstes sollte man die Kabel gruppieren. Das bedeutet, sie kommen zum Beispiel aus der gleichen Öffnung von vorne oder sie gehen in die gleiche Öffnung nach vorne wieder raus. Das sind immer so Kandidaten, die man auf jeden Fall zusammenhalten sollte. Denn wenn man die Kabel gruppiert, kann man sie schön ordentlich verlegen und so hat man weniger Kabel, die kreuz und quer hin und her fliegen und das sieht einfach schöner aus. Ja, man sieht es danach vielleicht nicht mehr, aber man weiß es. Man weiß es und das ist das Schöne an der Geschichte. Da erzählt man auch seinen Enkeln von. In einer perfekten Welt ginge das natürlich mit jedem einzelnen Kabel und manchmal ist es vielleicht auch so. Je nachdem, welche Komponenten man verbaut hat. Aber manchmal ist es so, dass zum Beispiel ein kleines dünnes Lüfterkabel ein bisschen quer schießt, auch wenn es aus der gleichen Öffnung wie andere Kabel kommt, weil es halt im Vergleich relativ kurz ist und zum Beispiel zu einem integrierten Fan-Hub muss. Oder wo auch immerhin man zum Beispiel hinter dem Motherboard das Kabel durchzieht, um eben vorne irgendwo auf den Fan-Header zu kommen. Das kann passieren. Das ist auch kein Weltuntergang, aber wenn man die Kabel erstmal grob sortiert, gruppiert, ist man schon auf dem richtigen Weg. Um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, und das ist vermutlich den meisten klar, sollte man die Kabel auch zusammenbenzeln, sprich fixieren, damit die eben nicht, sobald man die Kabel wieder loslässt, in alle Richtungen wegfliegen. Also sind unsere besten Freunde Kabelbinder, Klettstreifen und diese kleinen schwarzen drahtähnlichen Dinger, die man zusammenzwirbeln kann. Wie auch immer die heißen, mit diesen Gegenständen kann man dem ganzen Chaos Herr werden. Und wie gesagt, wenn wir vorher diese Gruppierungen uns schon mal grob angeguckt haben, kann man jetzt einfach anfangen, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, vielleicht erstmal mit einem Klettstreifen, den man nachher wieder wegnehmen kann, weil Kabelbinder aufschneiden, dann sind sie halt kaputt, dann muss man einen neuen nehmen. Erstmal mit Klettstreifen die Gruppen schon mal einzeln fixieren, eventuell sogar an Fixierpunkten, die hinten am Gehäuse schon dran sind. Das haben inzwischen ja auch viele Fixpunkte, die eben an den üblichen Routen, wo die Kabel eben längs gehen sollten, bei den meisten Leuten zumindest, dass man die da schon mal festmacht und guckt, wie das Ganze dann schon mal aussieht. Wenn man sich dann sicher ist, wo die Kabel hin sollen, kann man auch natürlich einen Kabelbinder drumhauen und den festziehen. Dann bleibt es an Ort und Stelle und man hat ein ordentliches Gesamtbild. Diese 5 Schritte sollten einen schon mal einen Riesenschritt weiter in Richtung gewünschtes Endergebnis führen. Genauso habe ich es gemacht und ich bin relativ zufrieden. Natürlich fällt einem dann immer noch ein Kabel auf, wo man sich denkt, ah, wie eben gesagt, mit dem Lüfter oder dieses vermaledeite USB 3.0 Kabel mit diesen 2 Kabeln und ach, weiß ich nicht was. Das hat, glaube ich, noch nie jemand vernünftig verlegt. Fertig. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie sieht's denn bei euch aus auf der dunklen Seite des Rechners? Chaos pur, Vogelnest, leben da Tiere drin? Oder seid ihr die Perfektionisten, was Kabelmanagement angeht? Sagt's mir gerne, wenn ihr wollt. Wenn nicht, behaltet eure Geheimnisse. Und dann würde ich sagen, schönen Dank und bis dann.